So, liebe Zuschauer, ohne großes Geschwätz im Vorfelde, dies ist die Rückrunde. Jan Gustafsson gegen Niklas Hoschenbeet. Im Geschwätzblitz, mein Name ist Jan Gustafsson, ich konnte die erste Partie für mich entscheiden, habe aber in dieser zweiten die schwarzen Steine, was immer Leiden bedeutet, gegen Herrn Hoschenbeet. Wir schalten das Brett auch gleich mal groß. Stimmen die Farben? Ja, die Farben stimmen. Niklas mit Weiß gegen Jan mit Schwarz. Und ich bin gespannt, ob er einen Zug ausführt. Da geht's los. Erstens D4. Das ist eine Überraschung von Niklas. Er spielt in aller Regel erstens E4 und ist da sehr gefährlich. Er scheint sein Repertoire erweitern zu wollen. Ich spiele gegen D4 alles Mögliche. Grünfeld, Nimzo, Damenindisch, manchmal Slawisch. Manchmal Damen-Gambit. Ich glaube, ich spiele es so klassisch wie möglich. Er ist ja kein D4-Veteran, also versuche ich, irgendeine Bauernstruktur anzustreben. Aber er spielt natürlich Quatsch. Nach D4, D5 kommt der Zug Springer C3, also keine ernsthafte Variante. Keine Ahnung, was er hier geplant hat. Springer F6, Läufer G5 oder Läufer nach F4. Man weiß nicht. Ich spiele Springer F6, kann so falsch nicht sein. Ist eine typische Niklas-Überraschungswaffe, die sicherlich sehr gefährlich ist. Ich hatte das einmal auf dem Brett gegen, wie heißt der gute Mann, Nicolas Lubbe und kam nicht besonders gut aus der Eröffnung. Ich bin nicht sicher, ob ich hier nicht den Zug C5 spielen kann. In der Partie damals habe ich E6 gespielt, sehr feige, könnte man sagen. Aber in diesem Video wollen wir es wissen, spielen prinzipiell C5. Mal gucken, was dann passiert. Wenn er E3 spielt, wovon ich fast ausgehen würde, ja, muss ich einmal überlegen, was ich dagegen tun kann. Worauf man hier achten muss, sind Tricks mit Springer nach B5. Sowohl sofort als auch im nächsten Zug. Normalerweise ist das Gegengift dagegen, ein Tempo zu investieren mit A6. Und ich glaube, das werde ich hier auch tun. Tatsächlich jetzt sofort den Zug A6 spielen, um das einfach aus der Stellung zu nehmen. D schlägt C5, macht mir noch nicht so viel Sorgen wegen Springer nach C6. Dann droht E5 und ich glaube, diesen Bauern werde ich irgendwann wiederkriegen. Während bei ruhiger Entwicklung Springer F3 kommt natürlich in Frage. Er spielt D schlägt C5, bisschen überraschend, aber prinzipiell. Und Springer C6 droht E5. Ich vermute, er macht Springer F3, dann Läufer nach G4, droht wieder E5. Ich bin hier eigentlich ganz guter Dinge, diesen Bauern zurückzuhalten, habe aber keine Ahnung von der Theorie, beziehungsweise ob es hier solche gibt. Insofern kann es natürlich sein, dass ich hier irgendwas reingelaufen bin. Aber die Stellung als solche macht mir nicht so viel Sorgen, weil selbst wenn ich E6 nur spiele, ist es nicht leicht für ihn, diesen Bauern zu behalten. Läufer E2 wäre jetzt eigentlich der normale Zug. Und dann nach Läufer F3, Läufer F3, E5. Ist spielbar. Könnte er Läufer G5 spielen. Und ich weiß nicht, ob das so gut gefällt aus meiner Sicht. Dann werde ich auf Läufer E2 wahrscheinlich kleinere Brötchen backen mit E6. Wollte ich gerade sagen. Dann spielt er H3. Backen wir auch kleinere Brötchen und schlagen diesen Springer. Läufer H5 kommt auch in Frage, aber dann Geschichten mit G4 will ich mich gar nicht rumschlagen. Und jetzt nach Dame schlägt F3, denke ich, sollte nur E6 spielen und nicht das optimistischere E5, weil nach E5 Läufer G5 meine Struktur etwas wackelig sein könnte. Hier nach E6 sehe ich eigentlich keinen Grund zur Panik. Springer A4 funktioniert nicht wegen Dame A5 Schach. Und wenn er einen normalen Zug spielt, Läufer D3, Läufer D3 verliert euch sogar Material wegen E5 und dann E4, Läufer E2, sagen wir mal, kann ich mit Läufer schlicht C5 relativ bequem die Entwicklung vollenden. Mal gucken, was er macht. Er könnte auch lang rochieren und damit aufs Gaspedal drücken. Ja, das tut er. Ist natürlich recht verpflichtend auch. Läufer schlicht C5, bin ich nicht ganz sicher, was er dann vorhat, aber E4 spielen will. Verlockend sieht auch der Zug Dame nach A5 aus, um E4 mit D4 zu beantworten. Ich muss einmal noch kurz überlegen, ob Läufer C5, E4 wirklich ein Problem ist. Problem wahrscheinlich nicht, aber ich habe mich ein bisschen in den Zug Dame A5 verliebt während dieser Nachdenkphase. Ich weiß nicht so genau, ob zu Recht, weil mir fällt gerade die Möglichkeit Läufer D6 auf, die ich, wie ich gestehen muss, übersehen habe, mit der er seinen Bauern wenigstens temporär noch behauptet. Ich glaube, es ist nicht besonders tragisch. Ich kann auf D6 schlagen und dann Turm D8 mir den Bauern holen. Aber hätte ich diesen Zug früher in Erwägung gezogen, hätte ich wahrscheinlich Läufer schlicht C5 gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Also kurz nachdenken. Läufer D6 schlägt, C schlägt D.
und Turm D8. Dann könnte er Dame G3 spielen oder sowas. Und dann roch hier. Ich glaube, es gibt kein Entrinnen für den Bauern auf D6 und ist noch alles im Lot. Hat trotzdem nicht, was ich mir erhofft hatte, muss ich gestehen. Was könnte er noch machen? Der Zug E4 ist, glaube ich, nicht gut. Dann spiele ich D4, greife den Springer an und sein Bauer auf A2 ist weich. Abwartezüge, so König B1 oder so, sind, glaube ich, auch zu langsam nach Läufer schlecht. C5 stünde ich schon recht bequem. Also Läufer D6 ist eigentlich der einzig gute Zug, den ich sehen kann. Es wäre natürlich noch besser gewesen, hätte ich den gesehen, bevor ich meinen Zug gemacht hätte. Schauen wir mal. Was kann ich noch tun? Nee, Läufer D6 sollte ich wegnehmen. C schlägt D. Und dann entweder sofort rochieren freiwillig oder erst Turm D8. Vielleicht rochiere ich sogar sofort. Ich sehe nicht recht, wie er Reserven ranschaffen will, um diesen D6 zu unterstützen. Und vielleicht ist Rochade ein bisschen flexibler. Dann kann ich auch Turm FD8 spielen. Woran könnte Niklas noch überlegen? A3 ist kein guter Zug, dann Läufer schlägt C5 und B4 geht nicht wegen Dame schlägt A3. E4 ist der andere prinzipielle Zug, dann D4. Ich weiß nicht, ob er an Geschichten wie E4, D4, E5 rechnet, aber sie sehen ziemlich ungesund aus für ihn. Nach D schlägt C3, E, F6, C schlägt B2. Kann das eigentlich nicht gut gehen. Ich würde sehr stark mit Läufer D6 rechnen. Und wie gesagt, ich wünschte mir, ich hätte früher damit gerechnet. Und er nimmt wieder relativ viel Zeit, was ich immer sehr gerne sehe natürlich, weil 10 Minuten zwar eine lange Distanz sind, aber auch relativ schnell vorbei sein können. Und wir spielen hier ohne Zeitgutschrift. Ja, er spielt Läufer D6, wie erwartet. Ich werde bei meinem Plan bleiben, zu schlagen und zu rochieren. Mich jetzt als nächstes um den Bauern D6 zu kümmern mit Turm FD8 und wenn es sein muss, Dame nach C5. Rochade gefällt mir besser, weil ich den anderen Turm lieber auf der C-Linie einsetzen würde, als statt ihn jetzt mit Turm D8 sofort auf den D6 zu hetzen. Nimmt sich nicht besonders viel, auch nach Turm A, D8, Turm schlägt D6, könnte der F-Turm nach C8. Aber ich glaube, es ist ein bisschen flexibler und ich hoffe, dass ich nichts Tragisches übersehen habe, mit dem er diesen Freibauern, den er hat, auf D6 hier am Leben halten könnte. Ne, versucht er auch gar nicht. Er spielt stattdessen G4. Versucht hier am Königsflügel ein bisschen Initiative zu entwickeln. Ich werde mir diesen Bauern schnappen. Jetzt erwarte ich G5. Ja, Springer D7. Überlege ich gerade, ob Springer E4 dann ein Problem sein könnte. Sieht aber nicht so aus. Springer E4 kann ich zum Beispiel Springer C, E5 spielen, nebst Turm nach B6. Allgemeine Idee, die jetzt in der Steuerung ist, Springer E5 und den Turm hier rüber swingen. Mal gucken, ich glaube, meine Steuerung ist ganz in Ordnung, aber ich muss ein bisschen natürlich auch auf meinen eigenen König Acht geben, beziehungsweise versuchen, schnell Gegenspiel gegen seinen König zu kriegen. Turm nach C8, Springer nach E5 oder Springer nach B4 sind so meine unmittelbar nächsten Absichten. Kann auch sein, dass er Dame G3 spielt, meinen Turm auf D6 einmal angreift. Spielt einfach Läufer D3. Sicher auch nicht verkehrt. Entwickelt selber ein paar Figuren. Einmal überlegen, ob schon G5 eine Drohung darstellt. Turm C8, G5, Springer D7, Läufer H7. Solche Geschichten überlege ich gerade. Ich weiß nicht, ob die wirklich stören oder nicht. Ein Zug, der auch in der Stellung ist, ein bisschen antipositionell aussieht, ist der Zug E5, einfach um E4 zu drohen. Aber nee, gefällt mir nicht der Zug. Also rechnen wir kurz. Turm C8. Er spielt G5. Ja, ich spiele Turm C8. Wie falsch kann es schon sein? Haben sich schon viele gefragt und dann kurz danach aufgegeben. Er spielt G5 und mein jüngster Gedankengang war jetzt erst Springer E5 zu spielen. Dann geht die Dame irgendwo hin, wahrscheinlich nach G3 und dann Springer D7. Ich hoffe, es ist ein vernünftiger Gedankengang, weil ich es in der Tat tun werde. Springer E5 hat den Vorteil, dass den Bauern F7 überdeckt, sodass solche Geschichten mit Läufer schlägt H7 und Dame schlägt F7 nicht mehr wirklich in Frage kommen. Trotzdem ist die Steuerung natürlich ziemlich unklar. Ziehe gleich meinen Springer weg und hoffe dann, dass ich hier auch mein eigenes Spiel mit Turm schlägt C3 und potenziellen Mattangriffen relativ schnell gestartet kriege. Aber ist natürlich nicht sicher, dass dem der Fall ist. Spielt Dame F4, das vernünftigste Feld, wonach er auch auf der vierten Reihe ein bisschen Einfluss nimmt.
Ich glaube, dass Turm schlägt C3 jetzt schon eine Drohung sein könnte. B schlägt C3, Dame A3 und sein König hätte nicht besonders viele Felder, auf denen er Zuflucht suchen kann. Mal gucken, was er dagegen unternimmt, beziehungsweise ob er es auch für eine Drohung hält. Ja, ich denke, wenn ein Zug wie H4 oder so spielt, sich Zeit lässt, dann würde ich in der Tat zugreifen mit Turm schlägt C3. Wenn er es verhindert, ist auch eine Idee, Turm nach B6 zu spielen, dann den Turm nach B4 zu bringen. Zum Beispiel, wenn der Springer nach E2 weggeht, ist Turm B6 ein recht verlockender Zug. Aber ich bin auch hier ganz guter Dinge, dass meine Figuren aktiv genug sind, dass ich nicht letzter bin bei diesem Wettrennen, wer zuerst den gegnerischen König erledigt. Aber klar ist alles nicht. Dame H4 ist ein Zug, den er spielen könnte, den Bauern auf H7 ins Visier nehmend. Habe ich die Möglichkeit, Springer schlägt D3. Er spielt Dame A4. Vermutlich eine gute Entscheidung, die ihm allerdings schwer gefallen sein wird, weil er mir die Möglichkeit gibt, in ein bequemes Endspiel überzugehen. Aber ich denke, es ist eine korrekte Entscheidung, weil ich sonst sehr, sehr schnell am Damenflügel Druck aufgebaut hätte. Und ich bin auch hier nicht so verlockt, die Damen zu tauschen, muss ich gestehen. Ist natürlich verlockend, jetzt hier zu tauschen und B5 zu spielen. Müsste der Springer zurück. Würde auf jeden Fall zu einer bequemen Stellung für mich führen. Die Frage ist, ob noch mehr drin ist. Und ja, ich muss, glaube ich, die Damen auf dem Brett behalten, um mich noch blicken lassen zu können in der Schachszene allgemein und nicht ausgelacht zu werden. Bin nicht ganz sicher, was das beste Feld ist. Man könnte sogar über Dame D8 nachdenken. Ja, ich gehe den ganzen Weg zurück und kann die Dame dann hoffentlich flexibel irgendwo einsetzen. Bin jetzt wieder nicht sicher. Dame D8 sieht echt bescheuert aus. Warum habe ich nicht einfach Dame schlägt A4 und B5 gespielt? Aber es ist zu spät. Das ist auch eine Geschichte, die an das Schach lehrt. Man muss zu seinen Entscheidungen stehen. Und ja, vernünftigerweise spielt Niklas jetzt H4. Und wie verstärke ich meine Stellung? Der Turm tut nicht besonders viel auf D6. Ich bringe ihn nach B6. Droht Turm schlägt C3. Bin nicht völlig zufrieden damit, wie die letzten Züge hier gelaufen sind. Wo ich immer noch glaube, gut zu stehen. Aber meine Dame nicht mehr auf A5 zu haben, sondern auf D8 ist natürlich ein kleiner Rückschritt. Gar keine Frage. Dame A4 hat er schlau gespielt und mich damit vor schwere Entscheidungen gestellt. Nächste schwere Entscheidung wird sein, wenn ein Springer wegzieht, wovon ich mal ausgehe mit Springer E2, ob ich dann Springer nach C4 spiele, was ich momentan vorhabe. Man könnte auch überlegen, erst Springer nach C5 zu spielen. Aber ich möchte eigentlich verhindern, dass seine Dame wieder ins Zentrum rüberschwenken kann. Daher mit Springer C4 anfangen. Nach Läufer schlägt C4, dann Turm schlägt C4. Sieht ganz verlockend aus. Er kann natürlich auch andere Züge machen. Hier König A1 zum Beispiel, irgendwas in diese Richtung. Ja, König A1 folgt auch in der Tat. Auch hier drängt sich wieder Springer C4 auf oder Springer C5. Immer diese Entscheidung. Ja, ich spiele Springer C4. Droht Springer C5 mit Damengewinn. Also muss er eigentlich schlagen und dann nach Turm schlägt C4 sich mit seiner Dame erklären. Mal gucken, wo er hingeht. Nach A3. Und ja, ich habe es nicht ganz geschafft, ihn hier für seine Experimentierfreude zu bestrafen. Ich glaube immer noch, dass ich gut stehe. Ich bin so optimistisch in der Zeit. Ich spiele Turm C6 mit dem Plan, B5 und B4 Druck zu machen gegen diesen Bauern auf C2. Mal gucken, ob er hier am Königsflügel was organisieren kann. Er könnte H5 probieren, opfert den Bauern auf G5, um die H-Linie zu öffnen. Vielleicht gar keine schlechte Idee, um mich da abzulenken. Und ich vermute, dass ich auf H5 erstmal B5 spielen würde. G6 wäre die ganz harte Tour, scheint mir noch nicht so gefährlich zu sein. Kann ich sogar F schlägt G6 spielen. Niklas lässt sich wieder Zeit. Das ist der eine Vorwurf, den man ihm machen kann, sowohl in Hinrunde als auch Rückrunde. Er spielt
zu langsam. Vielleicht gibt er sich auch einfach mehr Mühe, in die Kamera zu gucken, euch das Geschehen auf dem Brett zu erklären. Während ich doch sehr auf das Geschehen auf dem Brett fokussiert bin, muss ich gestehen, Turm D4 habe ich nicht kommen sehen. Guter Zug, er ist nach wie vor im Verteidigungsmodus. Das zu Recht. Mein Springer auf D7 macht nicht viel. Ich würde ihn gerne auf grünere Ufer überführen. Aber ich muss sagen, sehr gute Verteidigungsleistung von Herrn Huschenbeet hier wirklich. Aus schwieriger Stellung hat er durch lästiges Tauschen androhen sich ziemlich gut befreit hier. Ich überlege an B5, dann würde Turm schlägt C4 folgen. Turm schlägt C4 und Dame schlägt A6. Ist die Frage, ob ich da viel erreicht habe. Ich befürchte fast nein. Dann B4, Springer irgendwo hin. Ne, ist nichts Tolles. Ich glaube, ich tausche tatsächlich auf D4. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Ich hadere also mit so vielen Entscheidungen wieder. Und spiele jetzt den Zug B5. Aber ne, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ich weiß nicht genau wo. Vielleicht hat er sich auch einfach nur gut verteidigt und meine Stellung war nicht so toll, wie ich ursprünglich dachte. Und König B1 zurück. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich würde gerne meine Dame aktivieren, aber ich will seine Dame nicht nach E7 reinlassen. Also aktiviere ich, glaube ich, erstmal meinen Springer. Kann ich das? Springer B6 oder hängt der Bauer A6 dann? So viel Sorgen. Mir fällt nichts Sinnvolles ein. Dann mache ich erstmal was Sinnloses und spiele den Zug G6, der mir hoffentlich ein Luftloch verschafft. Jetzt nach F4 wollte ich eigentlich mit Dame C7 fortsetzen. Ich hoffe, das darf ich auch und Dame E7 ist nicht sehr, sehr störend. Dame E7 hatte ich Dame schlägt F4 vor, aber ist Quatsch. Eieiei, diese Phase habe ich nicht besonders gut gespielt, meine Damen und Herren, und muss jetzt selber ein bisschen zur Verteidigung übergehen. Gut, man könnte berechnen, ob ich B4 spielen kann. Ich habe ein bisschen Respekt vor Dame E8 Schach, aber vielleicht ist das noch nicht tragisch. B4, Springer A4, Turm schlägt C2, auf Dame E8 habe ich Springer F8, B4 schlägt er einfach nicht, ich sehe gar nichts mehr. Aber trotzdem spiele ich B4, um seine Dame abzulenken und nach Dame schlägt B4, Dame schlägt F4 zu machen. Das lief nicht gut, da war ich so zufrieden mit der Welt, mir und der Stellung, aber ich habe es irgendwie tatsächlich ein bisschen sehr viel Luft reingelassen und jetzt ist völlig unklar, ob ich gut stehe oder schlecht. Ist sehr gut möglich, dass ich hier schon schlecht stehe. Springer A4 ist ein interessanter Zug auf jeden Fall. Auf Turm schlägt C2 liegen dann schon Geschichten wie Springer C5 in der Luft. Spielt er auch in Höchstform auf einmal, Herr Huschenbeet. Ich fürchte, ich werde mich wieder auf die sehr unfaire auf Zeitspielschiene verlegen müssen. Turm C2, Springer C5 und geht da irgendwas für mich? Ich sehe es leider nicht. Ich sehe es wirklich nicht und ich will nicht endlos überlegen. Spiel daher den Zug Turm C4, der Quatsch ist. Springer C5 kommt natürlich trotzdem einfach. Oder H5, noch schlimmer. Eieiei, was habe ich getan, meine Damen und Herren? Eine so schöne Stellung, völlig versaut. Jetzt muss ich mich auch noch mit H6-Ideen hier rumschlagen. Er hat daher auf H5 schlagen müssen. Alles nicht schön. Jetzt hat der Springer C5 gesehen, nach eingeschaltetem H5. Ja, das hätte besser laufen sollen. Das ist die Frage, ob ich fairer Sportsmann bin und ihn den Punkt haben lasse. Aber ich bin eigentlich kein fairer Sportsmann, sondern werde versuchen, auf Zeit zu spielen. Ich muss nur überlegen, wie ich das sinnvoll tun kann. Sieht alles ziemlich fürchterlich aus. Ich glaube, er wird mich tatsächlich matt setzen in der verbleibenden Zeit. Dame F4, Springer schlägt D7, jetzt droht Dame F8 matt. Ist hoffnungslos. Mein König macht einen kleinen Ausflug noch. Das war wieder extremst überflüssig, diese Partie zu verlieren. Ärgert mich tatsächlich, muss ich sagen. Ja, ich gebe hier auf. Was soll das? Auf Zeitgespiele. falscher Knopf. Heieiei.
Das musste nicht sein, da stand ich so schön. Aber gucken wir uns mal an, was schiefgelaufen ist. Erstmal Gratulation an Niklas für sein Comeback hier aus schlechter Stellung, muss man sagen. Aber er hat sich dann sehr, sehr zäh verteidigt und Zug für Zug die Initiative übernommen, während mir vor lauter Gelaber nicht mehr wirklich einfiel, was ich machen soll und dann extrem viel Quatsch gemacht habe. Eröffnung lief gut für mich. A6, eine wichtige Feinheit, glaube ich, immer in diesen Varianten, um das Feld B5 unter Kontrolle zu nehmen. D schlägt C5, Springer C6, Springer F3, Läufer G4. Und hier habe ich schon lieber schwarz. Ich denke, H3 war nicht so genau. Läufer E2 hätte er eher spielen sollen. Dame A5, man kann darüber streiten, ob Läufer schlägt C5 nicht besser gewesen wäre. Aber diese Stellung hier sind meine Figuren aktiver als seine Figuren. Dann Dame A4, aus meiner Sicht eine sehr gute Entscheidung, weil ich sonst, glaube ich, am Damenflügel sehr schnell gewesen wäre. Hier konnte ich ein ziemlich bequemes Endspiel spielen mit Dame schlägt A4, Springer schlägt A4 und B5. Habe mich dagegen entschieden, weil ich dachte, dass mit Damen auf dem Brett meine Angriffschancen noch höher sind. Ich glaube nach wie vor, dass es keine falsche Entscheidung gewesen sein kann. Aber hier habe ich jetzt irgendwie angefangen, Quatsch zu machen. Ich weiß nicht mal genau, wo H4, Turm B6, vielleicht ein unnatürlicher Zug, vielleicht B5 hier richtig. Wahrscheinlich sollte ich erst B5 spielen. Man weiß nicht ganz genau. Turm B6, König A1, Springer nach C4. Sah eigentlich alles ganz natürlich aus, aber er hat sich hier gut verteidigt. Und diese Dame auf A3 hat tatsächlich auch einen gewissen Nervfaktor mit Eindringmöglichkeiten auf E7. Turm C6 war ich eigentlich zufrieden mit. Turm D4 wieder gute Technik, um meine Angriffsfiguren abzutauschen. Turm schlägt D4, bin ich auch nicht ganz sicher, ob das so schlau war. B5 ebenso wenig. Diese Stellung sieht eigentlich immer noch recht bequem aus. Vielleicht soll ich irgendwas wie Springer B6 und Springer C4 spielen. B5 kann auch noch nicht so falsch sein. König B1, sinnvoller Zug. Und hier habe ich jetzt angefangen, völlig die Kontrolle zu verlieren, nur noch Quatsch zu spielen. G6, nebst Dame C7. Ich denke, hier hätte ich einen Zug wie Dame F8 machen sollen. Und zugeben, okay, Angriff hat nicht durchgeschlagen, spielen wir ein Endspiel, in dem ich wenigstens keine Probleme habe. Aber nach G6 und Dame C7, was dieses Eindringen erlaubt auf E7, was ich glaube ich sogar erwähnt hatte, irgendwie dann mich doch nicht gestört hatte, fing ich an, viele Sachen zu übersehen. Das war wirklich nicht nötig. Ich wähnte mich schon auf der sicheren Seite, weil er halt gar keine Zeit mehr auf der Uhr hatte. Dame E7, ja, weiß ich nicht. Hier hätte ich wahrscheinlich mich jetzt etwas sorgsamer verteidigen können. Vielleicht hier schon einen Zug machen wie Springer F8. Aber die Initiative ist schon auf den weißen Übergang. Er kann sich sogar überlegen, hier Dame F6 zu spielen mit der Idee H5. Oder ins Endspiel zu gehen, wo er auch nichts zu befürchten hat. Ja, was ich dann gemacht habe, hier B4 verbessert nur seinen Springer. Und nach Turm schlägt C2 hat er eben diesen Zug. Springer C5 war wirklich völliger Quatsch. Turm C4 auch ein eher panischer Zug, der Springer C5 erst ermöglicht. Auch hier hätte ich noch Springer F8 oder ja, wahrscheinlich Springer F8 spielen sollen und können und die Partie wäre weitergegangen. Aber nach Turm C4, H5, G schlägt H5 muss sein wahrscheinlich, wegen der Drohung mit H6. Ja, vielleicht wäre auch hier schon einen sauren Apfel beißen müssen und Turm schlägt D4 spielen, was sehr gefährlich aussieht. Ich sehe auf jeden Fall auf die Schnelle kein Matt. Nach G schlägt H5, Springer C5 war es, glaube ich, jedenfalls gelaufen. Und ich kann kein Entrinnen mehr sehen. Glückwunsch an Niklas. Kein Glückwunsch an mich. Das musste wirklich nicht sein. Da war mehr drin. Match geht damit 1:1 aus. Und es bleibt so ein bisschen die Tendenz. Ich dominiere mit den weißen Steinen. Und er ist auch stark mit seinen weißen Steinen. Daher ein weiteres 1:1. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt was gelernt und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich kann das natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Es wird ein nächstes Match geben gegen Niklas. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.